Hallöchen zusammen und Servus zurück bei Let's Play Das Amt. Ja, es ist schon lange, lange her. Ich kann schon gar nicht mehr, weiß schon gar nicht mehr, wann die letzte Folge online kam. Irgendwann, glaube ich, an Weihnachten sogar. Also schon mal ein klein bisschen her. Und ich habe mir gedacht, so allein im Rathaus, meine Sekretärin hin oder her, aber ein bisschen Verantwortung abgeben ist manchmal gar nicht so schlecht. Deshalb habe ich mir, darf man da oder zu ausländischen Gast, das ist eigentlich, für Bayern ist es Ausland, theoretisch, aber also ich habe mir einen nicht bayerisch sprechenden Vizebürgermeister in mein Rathaus geholt, der darf sich jetzt auch gerne mal selber vorstellen. Ja, Servus. Mehr kriege ich auf Bayerisch auch, glaube ich, nicht zustande. Ist vielleicht auch Ja, besser freut so. mich dabei zu sein. Ja. Wir werden uns die Bringen wir den Verantwortung. Bayern mal eine vernünftige Sprache bei und Ich so. wollte gerade. Ja, er wird auch, weil, wie gesagt, ihr kennt ja das Let's Play, wenn ihr das so ein bisschen, ne? Wenn ihr auf dem Kanal ein bisschen rumgeguckt habt, vielleicht auch schon länger dabei seid, kennt ihr das Let's Play auch noch. Ja. Ich bin ja einer, der gerne Dialekte und so weiter hat, deshalb habe ich mir den durchaus mit Hintergedanken meinen Vize mit aus dem Plattdeutschen eingeladen. Und er wird auch immer wieder versuchen, Plattdeutsch zu sprechen, auch wenn es ja nicht deine, naja, Muttersprache ist eh relativ, aber auch wenn du es eigentlich nicht fließend sprichst zu Hause, ne? Also ja. Nein, also wir sprechen eigentlich zu Hause ganz normal Hochdeutsch, nur meine Großeltern sprechen es noch ab und an. Wobei ich mittlerweile schon sagen muss, seitdem ich jetzt in Hessen lebe und ich bin oben, genieße ich es ehrlich gesagt, das Plattdeutsche zu hören. Wer Hessisch nicht kennt, kommt hierher und hört die hessische Sprache, freut sich auch garantiert jedes Mal seine andere Heimatsprache zu hören. Das ist egal, wo man Ja, herkommt. so nette Sachen wie das ist mir, ja, oder Ja, sowas. hier ist mein Schauderanfall. Oder Es ist mir, Asche das ist dir. Beche, oder Ei, sowas. gude wie. So, genug der Ausflucht in diese Ich Sprache. finde auch, ja. Das können wir ein anderes Mal machen. Andere Folge. Ja, wie gesagt, es geht wieder los. Ich hatte zwischendurch auch, also es hat jetzt nicht nur Probleme gehabt, dass ich irgendwie keine Zeit dafür gehabt hätte, sondern es gab lag durchaus an technischen Problemen auch. Wir hatten das nämlich eigentlich schon ewig lang geplant, dass du mal mit dabei bist. Ja, das sind seit Vorauf schon Ost. Ja, nicht zwingend in dieser Konstellation, dass du als Vize jetzt einsteigst, aber warum nicht? Ja, Doch. warum eigentlich nicht? Bin ich nicht der Einzige, der irgendwas Doofes verzapft? Aus dem Aufschwung Ost hat sich's ja auch mehr oder weniger schon ein bisschen bewährt, das gemeinsame Regieren. Von dem her. Genau. Ich lasse jetzt Rulers of Nations bewusst mal raus. Gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und ja, schau mal, was du so auf Plattdeutsch snacken kannst, ne? Ja, Warte ein mal. little bit, ne? Falsche Dinge. Ja, gut, erster Weg führt eigentlich immer ins Rathaus, ins Bürgermeisterbüro. Und da steht auch schon eine nette Dame im, ich würde jetzt sogar mal sagen, Lackrock. Ja. Was? Wo? Frau Mücke. Hab ich hier die ganzen Jahre was verpasst, ja? Ja. Frau Mücke, was plant sie denn? Oh, sie will eine Pension bauen. Das klingt gut. 24 Arbeitsplätze und ich glaube, da entstehen auch ein paar Betten. Was ja, wie ich dir gesagt habe, nicht so unwichtig ist. Für die Tourismuswertung und so. Grundstück hat sie scheinbar und wir sind natürlich damit einverstanden. Solltest du nicht mit einverstanden sein, bitte schnell melden. Ne? Nö, klingt okay. Wir waren ja sowieso Genau, das nächste auf ist, Tourismus die aus. nächste sieht, könnte die Zwillingsschwester sein von Frau Mücke, ja. Ist aber Frau Fell, ja. Okay. Und sie würde uns gerne ein Grundstück mit 1,69 Hektar verkaufen. Wie teuer wird es denn sein? 55.000. Was? Wäre es mal mit einem vernünftigen Angebot. Leider können wir Bier im Bürgermeisterbüro nicht anbieten. Gibt's kein Bier im Rathüs? Es wird nicht so gern gesehen. Wir sind aber jetzt mit ein bisschen Runterhandeln schon bei 49.000. Ich glaube, da können wir langsam mal auf angemessen gehen, sonst verschrecken wir sie nur. Gut. Haben wir noch was? Oh ja, ein geschniegelt-gestriegelter Mann, der Herr Beinert. Verkaufen. Ja, es geht leider relativ schnell, aber wenn du...
was Plattdeutsches gerne einwerfen würdest, hau rein. Du müsstest das nur vorlesen, die Texte, weil diese A klein und B, du klickst ziemlich schnell durch. Also wie gesagt, er möchte uns jetzt wieder ein Grundstück verkaufen und er einer von diesen landwirtschaftlichen Kollegen ist, kaufe ich es ihm einfach mal ab. Problem ist bloß, unsere Zeit verfliegt da unten schon wieder. Okay. Also wir haben aber noch drei Investoren, das sollten wir schaffen. Zwei Investoren und ein Grundstück im Wirtshaus. Von dem her gehen wir da jetzt mal hin. Ich, wie gesagt, lese dir dann gleich nochmal vor, was die uns anbieten. So, na. Hallo, Besuch? Nein, nicht den Biergarten. Ich wollte nur den Besuch. Naja. Herr Hirscher. So, was wird er uns denn empfehlen? Landwirtschaftlicher Betrieb. Das ist leider was, was ich ablehnen muss. Weil da haben wir schon genug. Außerdem sind wir so ein bisschen auf dem Tourismustrip und müssen ein bisschen mehr betten. Deshalb verkaufen wir ihm leider auch nicht das Grundstück und dann will er auch nicht investieren. Wieso nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Ja, aber echt, Herr Heinz? Ja, der will einen Viehzuchtbetrieb, das ist aber mit demselben Bild leider. Okay. Also wird es auch erstmal weggeklickt. So, jetzt haben wir noch einen Grundstückskauf oder Verkauf. Er will uns gerne was abkaufen. 127, ja, erstmal Bier ausgeben. Sind wir schon bei 131, also es hat 4000 gebracht. So, dann haben wir noch, das Land ist doch ein bisschen mehr wert, oder? Was heißt das nochmal auf Platt? Gibt es auch? Das Land ist Ein bisschen Mehrwert. ein bisschen kommt schon hin, aber Mehrwert, boah. Was ist denn der Ich muss ja Mehrwert? gestehen, ich habe diese Sprache nie frei gesprochen. Ich kann sie jetzt nur von meinen Großeltern nachäffen. Müssen wir jetzt deine Irgendwie Großeltern aber. noch, müssen wir deine Großeltern jetzt noch mit einladen? Oh, warte, ich rufe mal an. Nein. Wohnen die nicht auch irgendwo um Frankfurt rum? Kann man den nicht kurz mal herzerren? Nee. Nee, die wohnen in Hamburg. Von denen, die waren einmal hier und sind durch. Nein. Einmal durchgefahren durch Frankfurt. Ja, doch, tschüss, war nett. Durch die Autobahn. Ja, Zeit unten ist eh vorbei, von dem her, wir haben noch ein bisschen. Bis wir Okay. das Gespräch beendet haben, dauert es eh noch. Also. Jo, mei, Ich könnte gell? jetzt also, wie viel könnte man fragen? Wie viel? Ja. Ja, ob man viel mehr oder viel weniger, das könnte ich noch hinkriegen mit wo viel. Ja, dann sag, wofür heißt das, oder was? Ja, wie viel heißt wo viel? Oder Wofür? wo Okay. viel? Kommt immer darauf an, also es gibt ja mehrere Plattdeutsche. Es gibt das Bremer, es gibt das Niedersächsische, es gibt das Hamburger, das ist mehr so dieses, wir stolpern über einen Spitzenstein und so, ne? Das ist so das Hamburgische, das kriege ich nur noch am ehesten hin und dann gibt es auch noch das Schleswig-Holsteinische und ja, Okay. Flensische. Ja, aber ich denke, so Richtung Hamburg ist schon ja da, wo du herkommst, von dem her bleiben wir vielleicht mal dabei. Ja. Und du sollst dich ja auch nicht irgendwie in irgendwelchen anderen dann noch zwingend einlesen müssen, ja. Also ich habe mir auch mein Plattdeutschbuch, was ich ja irgendwo mal zugelegt habe. Also es gibt hier so einen Übungssatz, den könnte ich ja gleich mal raussuchen. Wird wahrscheinlich kein Mensch verstehen, aber ich finde ihn immer wieder ganz lustig. Also wenn du bereit und Zeit und so hast, dann sag. Haben wir. Ach, wir haben? Okay. Also, wer das mal gerne mitsprechen oder vielleicht sogar übersetzen möchte, wer glaubt sich das zuzutrauen? Der dicke Dern druckt der dünne Dern durch den dicken Dreck. Dort donkt der dünne Dern, der dicke Dern, dat der dicke Dern, der dünne Dern durch den dicken Dreck trägen der. Ich muss nur noch wissen, was der Das ist ist. ironisch, ich habe es sogar verstanden, aber verstehen ist einfacher als sprechen. Also wenn ich jetzt deren ungefähr richtig deute, weiß ich, glaube, was es war. Okay. Aber ich sag's nicht. Soll ich es vielleicht mal übersetzen? Ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich am einfachsten sein. Das dicke Mädchen, also die Dirn, kommt ja fast schon hin, ne? Das, glaube ich, das war dann ein Anschlag, ne? Das, ja. Trug die dünne Dame durch den Schlamm, da diese bedankte sich bei der dünnen Dame, dass die dicke Dame ihr einen Freundschaftsdienst tat. Ja, also so in etwa hätte ich es auch übersetzt. Vielleicht nicht 1:1, aber ja, ich finde, das geht. Ne? Gut.
Schön, wie gesagt, genau deshalb habe ich dich eingeladen, weil wie gesagt, die Dialekte ein bisschen vorzutreiben ist immer noch mein Ziel. Früher oder später werde ich auch noch meinen Heimatdialekt vielleicht noch mit reinbauen. Der da wäre. Schwäbisch. Oh. Aber jetzt machen wir erstmal platt, ne? Machen wir platt, mal platt. Ja. Mach das war alles platt. Machen wir erstmal alles platt, genau. So, ich gehe mal nochmal einmal auf, das Land ist doch mehr wert, oder? Oder sagen wir ein bisschen wenig? Komm, mehr wert. Okay, 145, ich glaube, da können wir damit leben. Ja. Ja. Der Preis ist gut. Ich freue mich, dass wir ins Geschäft kommen. Ich werde beim Notar alles Notwendige veranlassen. Auf Wiedersehen, Herr Elpidagomi. So, jetzt bist du dran. Nein, Quatsch. Das wäre jetzt, glaube ich, hart. Ja. Übertragen Sie das mal ins Plattdeutsch. Ich freue mich, dass wir das Geschäft abgeschlossen haben. Ich gehe dann mal zum Notar, um alles Notwendige Zu versnacken. Ja. tun zu tun. Tun zu tun, ja, genau. Oder so. ja. Tschö. Ja. Tschö. Ja, tschüss sagt man schon, ja. Tschüss. Oder Hummel, Hummel, Moss, Moss, so, ja. Ja. Okay, wir sind aber schon wieder bei der Gemeinderatssitzung. Nachdem die Zeit ja einfach verstrichen ist, steht da natürlich nichts drauf. Ja. Also für alle, die das Let's Play nicht kennen, das ist jede Woche. Ja, da wird dann einfach, müssten wir, falls wir was ändern sollten oder irgendwas in den Flächennutzungen und so weiter ändern wollen, müssen wir das mit unserer Sekretärin vorher besprechen. Da dies aber diesmal nicht ist, ist die Sitzung schnell vorbei und dann gibt es auch noch die Kirche. Solltet ihr die Predigten hören wollen, empfehle ich euch die ersten Folgen. Da sind nämlich die Dinger noch mitgeschnitten. Mittlerweile wiederholt sich es einfach noch. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile beim Stammtisch. Da wird einfach besprochen, was es so Neues gibt im Ort. Habt ihr schon gehört, dass im Dorf ein privater Schlachthof neu eröffnet hat? Ja, zum Beispiel. Kruzifix nochmal. Sozusagen, früher war dort ein Gemüsehändler. Ja. Okay. Geht da mal bei dem, ja, okay. Bei der Eröffnungsfeier eines Rechtsanwaltskanzlei im Dorfe. Noch eine Rechtsanwaltskanzlei im Dorf, ob das gut geht. Ja, also ein privates Hallenbad hat Konkurs angemeldet, okay. Das heißt, der Besitzer sei kein gelernter Einzelhandelskaufmann. Einzelhandel im Hallenbad? Naja, wie soll er dann auch rechnen können? Na gut, das ist sehr... Wow. Ja. Habt ihr schon gehört, dass im Dorf eine Schreinerei neu eröffnet? Sag mal, da ist ja einiges los. Ich sehe schon, ich war sehr lange nicht mehr hier. Ich kenne den Besitzer. Ja und? Gut, da geben wir zum Abschluss vielleicht noch wirklich die letzte Runde aus. Dann sind sie auch froh auf uns. Also so, hey Party, wir bedanken uns für die Gibt es letzte nicht außer Runde. Bär auch noch Kribbelwatter? Bär? Wo, was, wie? Bei, hä? Wo war jetzt Ich Bär? dachte, ich werfe einfach zwischendurch mal was Platz sein. Bär ist Bier und Kribbelwatter ist Mineralwasser. Achso, ja, für die... Hast du gut gemacht. Für die Nicht-Bärtrinker gibt es auch Kribbelwasser. Ja, also geht schon. Gut, Okay. aber ich würde sagen, ich meine, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie lang die Folge ist, aber wir schließen einfach mal die nächste Woche an. Ich glaube, wir Ja. haben schon ein bisschen gequatscht, aber Ich habe für... auch keine Zeituhr diesmal laufen lassen, weil ich dachte, Ja, gut. macht ja nichts. Im Normalfall waren es eigentlich immer 2 Wochen ungefähr. Aber wenn die Folge ein bisschen länger ist, ja nicht schlimm. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier am Berg, ändern wir mal die Flächennutzung, dass die, die jetzt neu dazukommen, das auch mal merken, wie das läuft und was da läuft. Und zwar hier mal sowas auf Tourismus von Brachland, klingt ganz gut. Ja. Das geht im Prinzip nur mit, also ihr seht ja hier schon Besitzer Menter, das ist definitiv nicht das, was wir sind, sondern unser Dorf heißt Tupfling. Das ist hier Besitzer Tupfling oder beantrage Nutzungsänderung Tourismus. Also das muss man vorher hier quasi nochmal ändern. Und dann kann man später, ja, das dann über die, hier, wie heißt die Sekretärin, in die Agenda aufnehmen lassen. Dann wird es, ja, einfach nochmal Snackt. besnackt. Genau, dann lassen wir nochmal eine ba Straße bauen, einfach weil wir das auch können. Genau, und dann geht's wieder ab ins Rathaus.
Gehen wir gleich zur Sekretärin, dass wir das nicht vergessen, beziehungsweise die Zeit nachher vorbei ist. So, Agenda erweitern. Freier Eintrag, ganz wichtig. Wir löschen einfach mal die Begrüßung raus. Geht natürlich nicht. Erweiterung des Straßennetzes und die Flächennutzungsänderung, genau. Die stehen dann jetzt hier drin als Punkt 2 und 3. Und dann können wir das auch erstmal so lassen und gehen unsere Termine abklappern. Mal schauen, was es so Neues gibt. Besuch begrüßen. Herr de Binkerl. Oder Binkchal? Ist das ein, Weiß nicht. Hat wieder folgendes Projekt für uns. Was planen Sie denn dort? Ach, Mann, ey, die und ihre Viehzuchtbetriebe. Das weiß ich noch von damals. Das war immer dasselbe, was dann circa 1000 Mal kam. Viehzuchtbetriebe. Okay. Weil Die bringen uns aber nicht weiter, weil da gibt's schon genug Ach eigentlich. so. Und die bringen auch unseren eigenen Betrieb, diese Wäscherei, die hier unten ist, bringen auch die nicht wirklich weiter. Deshalb sind wir damit einfach mal nicht einverstanden. So, Herr Händel, das Hähnchen. Hähnchenstand aufmachen. Viehzuchtbetrieb, bin ich relativ sicher. Ja gut, einen landwirtschaftlichen, aber Viehzuchtbetrieb hätte ich jetzt fast noch besser gefunden. Wie klingt das? Schlecht. Ganz schlecht. So, schauen wir mal kurz in den Terminkalender Planer noch rein. Kalender. Kalender. Also Wirtshaus war klar, da sind noch zwei Investoren und drei Grundstückskäufe, Verkäufe, wie auch immer. Und ein Verein in der Kirche. Da gehen wir vielleicht mal zuerst hin. Oder? Ja. Gut. Ab in die Kirche. Nicht zu. Jetzt bin ich ins Wirtshaus. Na gut, machen wir das zuerst. Was soll's? Frau Wecker. Heute schon geklingelt? Ja. Gut. Eine Pension. Ja, die nehmen wir, würde ich sagen. Ja. Sie kauft uns auch das Grundstück ab. Gut. Sei es drum. Jetzt habe ich leider den Namen weitergeklickt. Naja. Wie gesagt, diese Gesprächsdaten sind eigentlich immer gleich bis zu einem gewissen Punkt. Er möchte uns einen landwirtschaftlichen Betrieb bauen. Müssen wir wie immer leider ablehnen. Nö. So. Die nette Dame möchte uns was verkaufen. Ein Grundstück. Bietet mir erstmal ein Bier an. Dann ist es nicht schon ein bisschen teuer. So viel Geld habe ich nicht mehr zur Verfügung. Aber wir kaufen sie natürlich trotzdem ab. So, Frau Ganser. Auf ganzer Linie überzeugt. 3,62 Hektar ist es groß. Puh, 239.000. Okay, aber einmal runterhandeln ist schon auf 217.000 runter. So, jetzt müssen wir bloß ein bisschen schnell machen, denn ich würde gerne den Verein noch mitnehmen. Und wir sind schon fast wieder durch. Mit der Woche. Grüß Gott, Herr Bruschek. Grüß Gott, der LB Dagome. Was führt Sie zu mir, Herr Bruschek? Unser Verein, Musikverein, christlicher Chorverein, was denn noch alles? Verein, Verein, Verein. Der Verein, Verein, Verein. Dessen Vereinsvorsitzender ich bin, sage ich jetzt einfach mal, möchte gerne ein Vereinsfest veranstalten. Wir benötigen hierfür finanzielle Vereinsunterstützung. So rum. Oh Gott, oh Gott. Wann soll das Fest stattfinden? Wir würden gerne ein Fest für alle Einwohner am 4.11.95 im Festzelt zu Tupflingen veranstalten. Was halten Sie davon, Herr Epidagomedes? Das leite ich jetzt unter anderem auch mal weiter. Ach so, okay. Also wir haben die Wahl zwischen, es tut mir leid, aber der Gemeinde fehlt das Geld. Wir sind ein bisschen knapp. Ja. Oder was auch immer Knapp das bei auf. Kass. Knapp bei Kass? Okay. Knapp bei Kass, wohl, ja, würde ich sagen. Was steht da unten? Nimm mal die Maus weg. Natürlich bin ich für dieses Fest. Jo, wie muckt dat? Also du bist dagegen. Nein, Quatsch. Was? Nein, jo, wie muckt Einfach mal so getan, das? als hätte Ja, ich es wir nicht. machen das für alle. Jo, wir schaffen das. Ja. Chaka. Gut, damit ist diese Woche auch schon wieder rum. Das geht ja fix hier. Gut,
Hier nochmal zur Sitzverteilung, habt ihr ja auch schon gesehen, aber diesmal haben wir natürlich hier Sachen auf der Agenda. Als Bürgermeister möchte ich die Gemeinderatssitzung eröffnen. Da wir heute einiges zu beschließen haben, möchte ich gerne anfangen. Nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Zweitens, Straßennetzerweiterung. Eine Straße soll im Gemeindegebiet gebaut werden. Der folgende Plan zeigt uns das Grundstück. Hier weiß umrundet. Ich weiß nicht, ob du es schon siehst. Black Screen. Black Jetzt sehe Screen, ja. Also hier, na. ich's. Schwarzen Bildschirm habe ich. Gehabt. gehabt, gehabt. Ja, sehe ich. Gut, jetzt, was meinen, nun, meine Herren, was meinen Sie dazu? Ist es nicht zu teuer, hier eine Straße zu bauen? Wer soll das denn die Kosten bezahlen? Wir haben die Auswahl zwischen die Kosten trägt der Steuerzahler, im Haushaltsplan ist hierfür Geld vorgesehen, oder anteilige Kosten übernimmt der zukünftige Besitzer. Finde ich nicht schlecht. Oh, ja, gefällt mir auch am meisten gerade. Möchte noch jemand was sagen? Dann können wir ja beschließen. Trommelwirbel. Das klang nicht wie ein Trommelwirbel, okay. Schon Ja, wir. besser. Also die großen Fragezeichen und Ergebnis. Ich gebe nun das Ergebnis bekannt. Für den Antrag stimmten 10, gegen den Antrag stimmten 6. Also ab 9, 9 zu 7 ist es angenommen. Okay, auch Nur gut zu so wissen. zur. Deshalb ist es gut, dass wir 10 Sitze haben. Gut. Der Antrag ist damit angenommen. Sehr gut. Nun zum nächsten Tagesordnungspunkt, Flächennutzungsänderung. Eine Flächennutzungsänderung soll im Gemeindegebiet erfolgen. Der folgende Plan zeigt uns die Fläche. Es geht um 2,76 Hektar jetzt. Ist noch unbebaut. Straße gibt es aber schon, sonst könnten wir das ja auch nicht, ne? Von Brachland auf Tourismus. Nun, meine Herren, was meinen Sie dazu? Wir von der linken Partei, verstehst du, beantragen, dass die Sachlage noch einmal überprüft wird, bevor hier beschlossen wird. Ist ja gut, Gregor. Setz dich und halt's Maul. Also verschieben wir dann die Abstimmung. Ja, leider, wenn er so ein Ding bringt, wird es nochmal nach hinten verschoben. So ein bisschen schade, aber ja, gut. Hoffen wir, dass wir den nächsten durchbringen. Der ist nämlich auch größer, 4,68 Hektar. Nun, meine Herren, was meinen Sie dazu? Okay, hat wahrscheinlich wieder dasselbe gesagt. Das ist manchmal so ein kleiner Bug, dass es dann nicht nochmal angezeigt wird. Dann wir verschieben die Abstimmung leider schon wieder. Das war also nix. Gut, damit ist die Gemeinderatssitzung auch zu Ende. Und ja, die Anträge werden bearbeitet. Unter anderem ist die Woche auch zu Ende. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch den Stammtisch mit. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Habt ihr schon gehört? Also eine neue Glaserei gibt's. Ich fasse es jetzt erstmal zusammen. Okay, das war's Ja. auch schon. Okay. Diese Oh, Woche ist immerhin. nicht ganz so viel passiert. Aber man muss auch dazu sagen, letzte Woche waren wir auch schon lange nicht mehr da. Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich aber sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut, ja? Ja. Bis zum nächsten Mal. Und ja, Jetzt Anno. passt richtig gut Hummel, Hummel, Mors, Mors. Aber sowas von. Bis denn.